Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Chinesischer Langer Marsch 5B, Erststufe stürzt unkontrolliert bei Sumatra ab. NASA holt Marsproben ohne ESA-Rover ab. Russland gibt schon wieder ISS-Ausstieg bekannt. NASA erhält grünes Licht für 25 Milliarden Dollar Budgetplanung. Und SpaceX möglicherweise bereits an der Umsetzung einer dritten Starship-Startrampe. Das und noch viel mehr klären wir heute in den Raumfahrt-News. Wenn dir meine Raumfahrt-News gefallen, Like da lassen und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, abonnieren nicht vergessen. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Entgegen meiner Ankündigung gab es die Woche dann doch noch zwei Starts. Los ging es am Mittwoch, den 27. Juli um 6.12 Uhr MESZ mit dem Jungfernflug der Zhongke 1A. Die spricht man vermutlich ganz anders aus, ich bitte um Entschuldigung. Die Zhongke 1A ist eine vierstufige Feststoffrakete, vergleichbar mit der europäischen Vega. Zhongke Aerospace ist ein Spin-off der Chinesischen Akademie der Wissenschaft und basiert auf einer LKW-gestützten Interkontinentalrakete aus der Dongfeng-Reihe. Bei seinem Jungfernflug brachte der neue chinesische Träger 6 Satelliten in einen sonnensynchronen Orbit. Gestartet wurde die Rakete vom Kosmodrom Jiquan in der Wüste Gobi. Der zweite Start der Woche war am Freitag, den 29. Juli um 15.28 Uhr MESZ, der Start einer langen Marsch 2D aus Xichang. Über die drei geheimen Nutzlasten ist mir leider nichts bekannt. Es gibt Neuigkeiten zur Marsproben-Rückholmission der NASA. Perseverance ist ja fleißig am Gesteinsproben sammeln. Die versiegelten Proben sollen von einer späteren Mission dann zur Erde gebracht werden. Eigentlich ging es ursprünglich sogar um drei Missionen, die das Hand in Hand ermöglichen sollen. Der bisherige Plan sah vor, dass ein ESA-Rover die von Perseverance verteilten Proben einsammelt und zu einer NASA-Landesonde bringt. In dieser Landesonde wäre dann eine Mars-Orbitalrakete, die die Proben in den Mars-Orbit schießt. Hier hätte dann ein ESA-Mars-Orbiter die Proben eingesammelt und zur Erde gebracht. Wie die NASA nun bekannt gab, hat man diesen Plan nun angepasst und vereinfacht. Bleiben werden die NASA-Landesonde mit der Feststoff-Orbitalrakete und der ESA-Mars-Orbiter, der die Proben dann zur Erde bringt. Gestrichen hingegen wurde der ESA-Rover. Zum einen, da Perseverance weiter hervorragend funktioniert und die Proben wohl selbst sehr gut zum Lander bringen kann. Und zum anderen, da der ESA-Rover ja als zusätzliches Element das Risiko für die gesamte Mission nicht gerade verkleinert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass die ESA ja keinerlei Erfahrung am Mars hat. Die sollten mit ExoMars zwar gewonnen werden, das wird ja nun aber leider nicht mehr passieren. Der ESA-Rover hätte auch eine eigene Landestufe gebraucht, was dann kostentechnisch vermutlich auch an der NASA hängen geblieben wäre. Immerhin ist die ESA noch mit dem von Airbus gebauten ERO, dem Earth Return Orbiter, an der Mission beteiligt. Das wird schließlich mit Sicherheit eine Mission für die Geschichtsbücher. Das erste Mal, dass etwas Extraterrestrisches von einem anderen Planeten zur Erde gebracht wird. Trotzdem ein bisschen schade, dass die NASA mehrere Rover gleichzeitig im Mars landen und zusammen mit einem Helikopter betreiben kann und Europa am Ende mit einem besseren Satelliten nur Postbote spielen darf. Apropos Helikopter, ein Upgrade gab es für das Programm dann aber doch. Der NASA Sample Retrieval Lander wird zusammen mit der Mars-Orbitalrakete zwei Helikopter auf Basis von Ingenuity dabei haben. Auch Ingenuity hat ähnlich zu Perseverance alle Erwartungen übertroffen und seine weiterentwickelten Geschwister sollen notfalls auch zum Einsammeln der Proben in der Lage sein. Wusstest du, dass es von der NASA Überlegungen gab, die Mars-Orbitalrakete mit einem Hybridantrieb auszustatten? Perfekte Überleitung zu dem deutschen Raketen-Startup High Impulse, die ihre Rakete ja mit Paraffinwachs und Hybridantrieb betreiben wollen. High Impulse hat mit der amerikanischen Firma InOrbit eine Startvereinbarung unterschrieben. InOrbit will die Produktion und Forschung im niedrigen Erdorbit revolutionieren. Dafür entwickelt InOrbit ein Raumfahrzeug, mit dem Experimente und oder Fertigungsanlagen in den Weltraum und heil auf die Erde zurückgebracht werden sollen. Apropos heil, ich bin bei einem Pressetermin mal lachend zusammengebrochen, als der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf seinem Redenzettel das I in High Impulse als L gelesen hat und dann vor laufenden Kameras High Impulse vorgelesen hat. Aber wie bei jeder guten Abi-Band, der richtige Name und die Schreibweise, das ist halt schwierig. Apropos schwierig, Russland hat mal wieder ein Ende der ISS verkündet und dann wieder einen Rückzieher gemacht. Ich glaube, aktueller Stand ist, dass man seine ISS-Verträge noch bis 2024 einhält und danach dann aussteigen wird. Wann genau das dann wäre oder ein genaues Enddatum wurde, soweit ich weiß, aber nicht bekannt gegeben. Die NASA hat auch auf Nachfragen geantwortet, dass ihr von der russischen Raumfahrtbehörde keine Mitteilung über eine Einstellung der Kooperation eingegangen wäre. Ganz spannend, dass von der NASA auch gerade veröffentlicht wurde, dass die Bedrohung durch Weltraumschrott in den letzten zwei Jahren für die ISS um ein Vielfaches zugenommen hat. Und bevor jemand mit der Starlink-Keule um die Ecke kommt, in der ersten Hälfte dieses Jahres gab es fast 700 Annäherungsmeldungen. Davon waren über 500 auf Trümmerteile des russischen Antisatellitentests im November 2021 zurückzuführen.
Weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Wenn du die Hauptverantwortung für die Navigation der Raumstation trägst, ja, einfach dafür sorgen, dass die Station ein bisschen öfter ausweichen muss. In der Berufswelt nennt man diese Taktik von meist alternden Führungskräften sich unentbehrlich machen. Ja, so oder so, die ISS nähert sich mit dem dritten Jahrzehnt ihrem Ende und man sollte nach vorne schauen und sich zeitnah überlegen, was man denn jetzt eigentlich weitermachen möchte. Aktuell sieht es ja nach einer Zukunft mit kommerziellen Raumstationen aus. Die Pläne für kommerzielle Raumstationen sind aber offenbar aktuell auf keinem guten Weg. Die Sicherheitsberater der NASA warnen davor, dass sich die Bemühungen der Behörde um einen lückenlosen Übergang von der internationalen Raumstation zu den dann kommerziellen Raumstationen ja auf keinem guten Weg befindet, sogar in einem prekären Zustand ist. Diese Kommerzialisierungspläne laufen bei der NASA unter dem Namen Commercial LEO Earth Orbit Destinations und aktuell ist der Generalinspektor der NASA der Meinung, dass so eine Station nicht sehr wahrscheinlich vor 2030 einsatzbereit sein wird. Kommen wir da lieber zu den guten Nachrichten für die NASA. Ja, sowohl Kongress als auch Senat werden das aktuelle NASA-Budget wohl relativ anstandslos durchwinken. Dort stehen so Dinge drin wie der Weiterbetrieb der ISS von 2024 bis 2030, die Artemis-Mondmission und die weitere Ausarbeitung einer eventuellen Crew-Mission zum Mars. Insgesamt hatte die NASA um über 25 Milliarden Dollar gebeten und die werden bis auf ein paar Anpassungen wohl einfach so genehmigt. Klingt nach richtig viel Asche, aber es gibt ja Schätzungen, dass allein SpaceX Starlink einmal 30 Milliarden Dollar pro Jahr an Umsatz generieren wird. Dementsprechend wird die meiste Kohle in der kommerziellen Raumfahrt aktuell vermutlich im Kommunikationsgeschäft gewittert. Dazu passt die Neuigkeit, dass der französische Satellitenbetreiber Eutelsat, den viele vermutlich durch die Fernsehsatelliten kennen und der mal einer der größten privaten Satellitenbetreiber war, mit OneWeb fusioniert. Also einer der größten klassischen Satellitenbetreiber und der aktuell am weitesten gekommene Starlink-Konkurrent machen gemeinsame Sache. Unterdessen hat die ESA dem US-Satellitenbetreiber Viasat mit einer Studie zur Satellitenkommunikation über unterschiedliche Plattformen beauftragt. Dazu sollen Systeme in der geostationären Umlaufbahn, also dem GEO, zählen, der mittleren Erdumlaufbahn, MEO, und der niedrigen Erdumlaufbahn, dem LEO. Aber auch Systeme in der Atmosphäre zählen dazu. Also entweder sehe ich Gespenster oder beide Meldungen stehen im Zusammenhang. Denn während OneWeb ja im LEO operiert, ist ja Eutelsat im GEO unterwegs. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es Bewegung im Markt der Satellitenkommunikation. Ja, der Satellitenbetreiber Iridium, der gab bekannt, dass er eine Entwicklungsvereinbarung abgeschlossen hat, um seine Technologie in Smartphones einzusetzen. Also Kommunikation aus dem All direkt auf dein Handy. Welcher Smartphone-Hersteller oder welches Smartphone-Betriebssystem dahinter steckt, das wurde nicht genannt. Dass der Weltmarkt von 7 Milliarden Smartphones extrem lecker sein könnte, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ich hatte hier ja schon darüber berichtet, dass der Iridium-Konkurrent Globalstar Gerüchten zufolge an einem Kommunikationsservice für Apple arbeitet. Da könnte es um iPhones, aber auch um das immer wieder aufpoppende Autoprojekt von Apple unter dem Codenamen Titan gehen. Die Liste an Firmen, die an solchen Services aber arbeitet, die ist lang. Apropos lang, die Langer Marsch 5B Erststufe, die letzte Woche das zweite Modul der chinesischen Raumstation gestartet hat, sollte, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, bereits eingetreten sein. Letzter Stand beim Redaktionsschluss am Samstagnachmittag war, dass es so 18, 19 Uhr sein wird und über den Pazifik bzw. so Sumatra, Philippinen rum sein wird. Kommen wir zu SpaceX. Nach dem Booster 7 Dämpfer konzentriert sich SpaceX aktuell bei seiner Testkampagne auf das Starship 24. Das verfügt neben drei Meereshöhen-Raptor-Triebwerken auch über drei Vakuumraptoren. Ich würde davon ausgehen, dass sie alle sechs Triebwerke zusammen statisch testen, bevor es auf einen Orbitalflug mit Booster 7 gehen würde. Den letzten dieser Tests hatten wir mit Starship 20, das zusammen mit Booster 4 ja aus der weiteren Testkampagne geflogen ist, weil man unterdessen technologisch und unter anderem mit den neuen Raptoren weitergekommen ist. Eigentlich sollte Ship 24 parallel zu Booster 7 auf Teststand B in Sichtweite des Starttisches getestet werden. Durch den missglückten Booster 7 Spindrive-Test mit der ungewollten Explosion hat sich das jedoch offensichtlich verzögert. Dank Felix What About It-Aufnahmen kann ich euch die Fortschritte der Starship-Startanlagen in Florida zeigen. Hier geht wieder ein fettes, fettes Dankeschön an Felix und die Y-Family. Ja, danke für eure großartige Berichterstattung aus den USA. Wie Felix in seiner letzten Y-Episode berichtet hat, wurden sogar weitere Mechazilla-Fundamente in Florida gesichtet. Das lässt eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder sind das verbrannte Erstversuche, die auf die Verschrottung warten, oder SpaceX ist bereit dabei, den dritten Start- und Fangturm vorzubereiten. Da Pad 39A aktuell der einzige Startplatz für astronautische Missionen für die USA ist, kann man sich vorstellen, dass die NASA vermutlich ganz schön nervös ist, wenn SpaceX mit Starship-Operationen am gleichen Pad startet. Oder zumindest in unmittelbarer Nähe. Nicht nur stellt die größte Rakete aller Zeiten bei Tests und Starten feuriges Risiko dar, SpaceX plant ja, den Booster nach einem Start
zurück zum Startplatz zu fliegen und dort zu fangen. Und auch wenn sich die Sicherheitsbedenken ähnlich zur Falcon 9-Landung mit der Zeit auflösen dürften, könnte man die NASA verstehen, wenn sie der Sache aktuell noch nicht so ganz traut. Was glaubst du denn? Wären die Sicherheitsbedenken berechtigt? Schreib mir gern in den Kommentaren. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Nach einigen Verzögerungen wird der NROL 199 Start von Rocket Lab voraussichtlich am Dienstag, den 2. August stattfinden. Die Mission mit dem Namen Interpodean Adventure startet wie bisher alle Rocket Lab Electron Starts von der Mahia Halbinsel in Neuseeland. Nach der Woche ohne Streams muss ich den natürlich mitnehmen. Mit 7 Uhr MEST am Dienstagmorgen, der perfekte Start in den Tag, oder? Und wenn du am Donnerstag, den 4. August, in der Mittagspause auch Lust auf einen Raketenstart hast, ja, die United Launch Alliance startet um 12.29 Uhr MEST eine Atlas 5421 von Florida aus. An Bord ein Raketenwarnsatellit für die US Space Force mit dem Namen SBIRS GEO-6. Auch am Donnerstag, den 4. August, startet Blue Origin mit seiner New Shepard Rakete zum 22. Mal. An Bord dieses Mal 6 Touristen. Die lassen sich dann auf eine suborbitale Bahn über die Kármán-Linie schießen. Start ist um 15.30 Uhr MEST und auch diesen Start nehme ich im Livestream natürlich mit. Am Freitag, den 5. August um 1.08 Uhr MEST in der Früh startet SpaceX für die südkoreanische Raumfahrtagentur KARI einen Technologiedemonstrator zum Mond. Klingt nach einer spannenden Mission, aber als junger Vater muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich die wenigen Stunden Schlaf, die ich so habe, noch weiter verkürze. Eine Verkürzung, die mich hingegen sehr freut, ist unser Apollo-Moment. Wann der sein wird, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir dem immer näher kommen. Ich freue mich drauf und genieße die hohe Geschwindigkeit, mit der aktuell die Raumfahrt Fortschritte macht. Wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, senkrecht Start abonnieren. Ich hoffe, heute hat es dir wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.